Hallo. Das hier passt jetzt gerade nicht ganz so unter die Linse. Oder muss ich die einmal abnehmen? Ist auch nicht besser. Ja, ich habe noch dieses Teil hier rumfliegen. Ein portablen Kassettenrekorder-Gedöns hier von Schange. Kassettenrekorder sieht nicht mehr so hübsch aus. Das Ding hat auch ein Problem. Und nein, ich brauche keine Riemen drucken, falls darauf spekuliert wird. Brauche ich nicht. Denn Kassette dreht, der Riemen ist in Ordnung. Ich habe da nämlich schon mal reingeguckt. Das Ding hat nämlich ein anderes Problem. Wenn ich jetzt Strom rein tue und den auf Play drücke, dann ist der hier am Laufen, Kapstan dreht, aber tontechnisch kommt da gar nichts. Es hatte noch irgendwie ein bisschen geknistert und geknastert letztens, aber jetzt macht er gar nichts. Ich habe hier auch noch eine Kassette. Da ist auch was drauf, ich weiß nur nicht was. Es ist aber was drauf. Aber da kommt nichts. Da kann ich hier laut und leiser machen, wie ich möchte. Funktioniert nichts. Es hat ein eingebautes Mikrofon. Es kann aufnehmen und. Aber da komme ich später dazu. Da war auch schon mal irgendjemand bei, der hat wohl schon mal den Riemen getauscht. So, nun wollte ich mal reingucken und mal ein bisschen genauer gucken, woran das liegen könnte. Jetzt habe ich meinen Schraubendreher gerade weggeräumt. Also, da war jemand drin und hat da schon was getan. Ich gucke jetzt, warum da jetzt gar nichts mehr kommt. Es hatte noch irgendwie geknistert und jetzt macht es gar nichts. Ich hätte das auch gerne auf Batterien laufen lassen. Ich kann es vielleicht auch über das Netzteil hier machen, dass ich da nicht mal 230 Volt drin habe. Das ist nicht so hübsch. Das war der Deckel. Das ist der Lautsprecher. So, jetzt kann ich euch das auch mal zeigen, dass es läuft. Ja, was ist denn das? 3, 6 Volt, ne? Müsste 6 Volt sein. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt über Batterie laufen kann. Wir probieren es einfach mal. Machen wir mal so. Ach, du störst immer. Immer bist du im Weg. Mal 6 Volt. Ja. Strom. Machen wir so 600 Milliampere. Achso, ich muss das einschalten. So, also ich spule zurück, spule vorwärts. Und es macht auch was. Es kommt auch irgendwie ein kleines Knacken aus dem Lautsprecher, aber sonst passiert da nichts. Also wenn ich die Kapstan anfasse, kommt ein bisschen was aus dem Lautsprecher. Keine Ahnung. Ich mach's mal aus. Ich kann es auch rumdrehen. Da sieht man das von unten. Aber es ist nervig mit den Kabels hier. Man das so ein bisschen sehen. So. So ist es am Laufen. Und der Riemen ist noch relativ gut. Also der ist gut auf Spannung. So. Play ist. Das ist Play. Die Endstufe läuft. So,
So, wo kommt jetzt der Tonkopf? Müsste das Kabel hier sein. Das ist das Kabel. Links, rechts oder plus, minus. Aha. Da ist ja der große Schalter drin. Mach mal aus. Eine Sache kann ich euch auch noch zeigen. An, aus. Wo hängst du jetzt noch? Irgendwo hängst du doch noch. Irgendwo ist ein Kabel, was hängt. Mach mal Strom weg. Platine beiseite. Das sind die das ist der Motor. Den können wir doch ablöten. Oh, ich löte mal den Motor ab. Ja, wie gesagt, ich löte den Motor ab und der lötet Kolben, wie auch schon so oft gesagt. Also, löten damit ist schwer. Braucht eine Weile. Und wirklich heiß wird er auch nicht. Der hängt jetzt an direkt 24 Volt Wechselspannung. Steht auch nichts drauf, was der eigentlich an Spannung braucht und was der an Watt hat. Aber wenn der gerade mal so das Zinn geschmolzen kriegt, wird der nicht wirklich heiß. Und das hier ist noch Bleizeugs. Also bleifrei mit dem Ding. Unmöglich. Schmelzt das noch mal richtig. So. So, das haben wir da. So, der hier, ne? Der macht doch den Kontakt hin und her. Eine Germanium-Spitzendiode kann ich da schon mal erkennen. Können wir ja so lassen. Kann man wieder Power drauf geben. Jetzt soll der Motor nicht laufen. So. Ah, ich glaube, das ist der Schalter. Wir können ja mal probieren. Ist jetzt auch fertig. So, ich habe gesagt, wir können ja mal was probieren. Ich muss eben noch was wegmachen. Die Uhr war genervt. So, drehe ich richtig rum. Ja, ich drehe richtig rum. Also, ich weiß schon mal, wo dran es liegt. Das ist der Schalter hier. Der hier, der macht den Kontakt nicht richtig. Aha, gute schnelle Reparatur. Ja, ich werde mal Kontaktspray reintun und den mal ein bisschen hin und her bewegen. Wo kriegen wir das jetzt am blödesten da rein? Das müsste da gut funktionieren.
Und das ist ja Umschaltung Play und Aufnahme. Machen wir Strom wieder an. Sucht natürlich hier. Aus, an, aus, an. Er knackt schon mal nicht. Nicht mehr so doll. Gut. Ja, nicht. Was haben wir denn hier? Ein IC, das scheint die Endstufe zu sein. Ein, zwei Transistoren. Mehr sehe ich hier nicht drauf. Zwei Transistoren und ein IC. C. Wie macht er das? Von da nach da. Viel, viel ist da nicht dran. So. Wir löten jetzt auch noch mal wieder den Motor an und gucken, ob das läuft. Aber das hier wieder irgendwie draufziehen. So. Wie war das jetzt über hier Plus und da Minus? Ich glaube, das war Minus, ne? Ja, das ist Minus. Also der hat echt kaum Leistung, der Lötkolben. Hoffentlich kommt bald der andere an. Schrauben wir das nochmal einmal fest. Vielleicht muss ich auch noch die Elkos tauschen. Das hätte es noch drin, müsste theoretisch funktionieren. Machen wir die Lautstärke runter. Es läuft wieder. Okay. Aber ob das jetzt richtig rum, richtig läuft, von der Geschwindigkeit her, weiß ich nicht. Ist das auf der anderen Seite drauf? Ich höre nichts. Scheint nicht. Kann ich aufnehmen? Ja. Nee. Nee, ich will nicht schnell löschen. So, jetzt ist Aufnahme. Da ist ein Mikrofon. Ja, mal gucken, ob er was aufnimmt. Da ist ein Mikrofon. Ja, mal gucken, ob er was aufnimmt. Ja, er tut was aufnehmen. Gut. Sollte nur mal so zwischendrin sein, dass ich mal hier wieder sowas habe. Allerdings habe ich noch ein paar kleine Infos zu diesem kleinen Ding und Tassette allgemein. Wenn ihr solche Dinger kauft, kauft sie nicht, um Kassetten zu digitalisieren. Macht es nicht. Bloß nicht. Da kauft lieber etwas ganz Vernünftiges. Und da würde ich ein Kassettendeck empfehlen, was ein bisschen was besser ist als das Ding hier.
Ich gucke nachher gleich mal, ob ich die keine eine Kassette finde, die Testtonkassette oder wie auch immer die heißt, um zu gucken, ob es schnell genug läuft. Wenn ihr Kassettendecks kauft oder irgendwie sowas, guckt da drauf, dass die Dinger wirklich Stereo sind. Denn das Ding hier hat ein ganz kleines Problem. Und ich versuche es euch jetzt zu zeigen. Nehmt nicht solche Teile dafür. Auch wenn es sich anbieten würde. Ne? Du schon nicht. Mal gucken, ob ich so viel da komme. Sind wir denn? Und zwar, da ist der, ich hoffe, man kann es erkennen, wenn sie dann richtig fokussiert, da ist der Tonkopf. Der ist auch schon recht abgeschliffen. Aber das ist ein Monotonkopf. Der hat da keine zwei, sag schnell, Schlitze. Da, wo das Blaue ist. Da müssten zwei von diesen Dingern sein. Ich guck mal, ich habe ja noch mein Dings hier, den Walkman. Den kann ich theoretisch zum Digitalisieren nehmen. Da müsste man das sehen können. Wo sind wir denn? Da. Das ist ein Stereotonkopf. Der ist gespalten, also er hat zwei Spuren. Er hat einen Schlitz zwischen. Das wäre Stereo. Und der ist auch nicht ganz so schlecht. Das ist ja der Sony Walkman. Den kann ich dafür gut benutzen, wenn ich möchte. Das hier ist rein Mono. Und da müsst ihr wirklich drauf achten, wenn ihr euch irgendwas kauft. Es gibt ja auch solche Kassetten-Digitalisiergeräte. Wo sind wir denn? Die ja auch wie ein Walkman aussehen. Ich kriege es nicht gezeigt. Ich versuche es gleich mal mit der Endoskopkamera. So. Ob das jetzt mit dem Ton passt, weiß ich nicht. So, jetzt versuche ich es mal zu zeigen. Wo sind wir denn? Da. Ja, das blendet jetzt. Guten Punkt finden, wo man das sehen kann. Da kann man das sehen. Er ist viel, also schon viel gelaufen. Da kann man es jetzt sehen. Das ist ein reiner Monotonkopf. Dafür würde ich nicht zum Digitalisieren nehmen, weil im Mono. Dann haben wir ja hier noch den Sony. Ich hoffe, man kriege ich es drauf. Da, das ist Stereo. Kann man das jetzt erkennen? Ja, da ist ein Schlitz drin. Das ist von dem Licht her, ist das ein bisschen doof. Kann ich das so machen? Ich glaube, man kann es erkennen. Der ist geteilt, das sind zwei Spuren, also links, rechts. Und es gibt so Kassettendigitalisierer, die haben halt eben auch Monotonköpfe. Oder auch ja, ganz einfache Kassettenrekorder, so wie der hier halt. Haben einen ganz einfachen Tonkopf. Allerdings muss es nicht bedeuten, dass wenn da ein Stereotonkopf drin ist, dass er Stereo ausgibt. Ich könnte hier auch einen Stereotonkopf reinmachen, müsste den aber auf Mono schalten. Die beiden Ausgänge links, rechts auf einen Kanal setzen. Da wäre das immer noch Mono, obwohl ein Stereotonkopf ist. Ich würde euch wirklich empfehlen, schaut, wenn ihr irgendwie Kassetten digitalisieren wollt, nach so einem richtigen Kassettendeck. So. Aus der 80er, Ende 80er Jahre, 90er würde ich jetzt nicht mehr ganz so empfehlen, da sind die dann schon sehr billig und einfach geworden. Aber so Ende der 80er, die kriegt man bei eBay teilweise schon für 10, 15 Euro. Vielleicht müssen die nochmal ein bisschen aufbereitet werden, aber die sind eigentlich ganz gut. Die haben auch Cinch-Ausgang, kann man gut am PC mit Cinch auf Klinkenadapter anschließen und digitalisieren mit.
Und die sind auf alle Fälle Stereo. Wenn ihr jetzt einen Kassettendigitalisierer holt oder einen Walkman, geht ja auch ein Walkman. Und der Walkman ist jetzt nicht gerade die allerbilligste Geschichte. Und da ist ein Stereo-Tonkopf drinne. Nehmt einen Kopfhörer, nehmt eine Kassette, wo ihr genau wisst, das Ding ist Stereo, dass ihr wirklich wisst, links und rechts ist ein bisschen unterschiedlich, das kann man ja raushören, und guckt, ob der wirklich Stereo abspielt. Die Chance ist groß, dass es wirklich Stereo ist. Bei Stereo-Tonköpfen ist es wirklich zu 99% der Fall, dass es Stereo ist. Aber diese ganz billigen, einfachen Dinger, die es heutzutage gibt, die ganz einfachen, wirklich Walkmans, die man vielleicht noch irgendwo kaufen kann. Ich glaube, es gibt hier sogar noch irgendwo so eine Patreon-Aktion oder irgendwie oder Kickstarter-Aktion, wo sie jetzt so ein Bluetooth-Dingens machen, was man hier nur auf die Kassette draufklickt. Irgendwie hier so ganz klein mit Bluetooth. Davon würde ich abraten mit Bluetooth. Vor allem Bluetooth ist, ja, ist ein Leck drin, es wird komprimiert ohne Ende, rate ich von ab, würde ich nicht machen. Und ich gehe davon aus, dass das auch Mono ist und nicht Stereo. Auch wenn ein Stereo-Tonkopf drauf ist, dass sie das auf Mono packen. Das ist einfach zu einfach. Die ganz einfachen Dinger würde ich nicht empfehlen. Nehmt was so Ende 80er, so ja, Sony, Philips, Akai, Technics, was es da so gab. Und nicht unbedingt so, so wie hier jetzt, das ist jetzt der Sharp Pioneer, würde ich jetzt auch nicht unbedingt, das ist Japan-Kram. Gut, das Laufwerk hier drin, so gesehen. Das Laufwerk hier drin ist so gesehen eigentlich ganz gut. Es hat ein großes Schwungrad. Es ist nicht von den billigsten. Es ist jetzt nicht so schlimm. Das kann auch aufnehmen und das hat auch einen direkten Aufnahmekopf, ist auch Mono. Und nicht ein Permanentmagnet. Ein Permanentmagnet bloß Abstand nehmen von den Dingern. Die Dinger würde ich gar nicht erst nehmen, wo ein Permanentmagnet verbaut ist. Nur so als Info am Rande, wenn ihr wirklich die Kassetten digitalisieren wollt, nehmt was Hochwertiges und nicht irgendwas Einfaches, Billiges, was ihr irgendwo vom Flohmarkt hinterhergeschmissen kriegt. Gut, beim Flohmarkt könnte man noch Glück haben. Aber nicht den allerletzten Billigkram, das muss nicht sein. Oh, das läuft jetzt. Ich guck mal, ob ich die Kassette finde und schau mal, ob ich das noch mit in das Video reinkriege. Ansonsten mache ich ein Update darüber. Wenn wir uns gleich wiedersehen, dann habe ich sie gefunden. Dann können wir das noch schnell machen. Ansonsten bis zum nächsten Video dann, wenn jetzt hier nichts mehr hinterkommt. So, jetzt bin ich wieder da. Ich habe meine Kassette nicht gefunden, aber ich habe mal einen 3 kHz Ton mit meinem Kassettendeck aufgenommen. Das ist relativ genau. Habe ich ja damals eingemessen. Und ich spiele das mal kurz ab hier. Das sind keine 3 kHz. So, ich werde jetzt mal gucken. Ich habe hier auf dem PC so ein, ja, wie heißt das hier? Wow, ein Fluttermeter, wie auch immer. Da sehe ich schon mal, dass es um die 2760 Hertz sind. Also es sind keine 3 kHz. Und werde das jetzt hier mal auf dem PC soweit vorbereiten und dann sehen wir uns gleich auf dem PC wieder. Aber tonmäßig wird das dann nicht so ganz übereinstimmen, weil ich nämlich keinen Ton aufnehmen werde. Aber so, damit ihr das denn sehen könnt. Zumindest das. Also sehen wir uns gleich auf dem PC. Jetzt bin ich wieder da. Es läuft schon. Die Aufnahme startet. Oder hier die Nahaufnahme startet. Wir sehen schon 2700 und irgendwas Kilohertz. Ich habe eben da schon geguckt, wo ich das einstelle. Und spul zurück. Mach nochmal Play. Dann sieht man schon 2760. Da habe ich hier irgendwo am Motor den Poti. Damit wieder langsamer.
Warum wird er schneller? Da muss ich nur noch rein. Lasse ich ihn jetzt so, er ist jetzt auch 2994. Das ist 1008, 12, 9. Man sieht schon, ja, eine Abweichung von 0,5 bis 0,6%. Das ist ganz schön heftig. Kein sauberer Sinus. Könnte es sein, dass dem Motor Öl fehlt oder was anderem noch Öl fehlt? Oder weil ich das eben da von dem anderen aufgenommen habe? Aber so heftig schwankt das andere nicht. Das war relativ stabil. Das hat überhaupt fast gar nicht geschwankt. Das war eigentlich ein sauberer Sinus, der das andere gemacht hat. Lass ich das jetzt so oder? Oder noch ein bisschen schneller. Ich kann ja auch mal auf Maximum drehen. Verändert sich auch nicht. Und ganz langsam. Nochmal hier versuchen, das einzukriegen. Ich denke mal so. 3000. Ich denke mal, ich lasse das so. Das mache ich nochmal Stopp. Halt, Spul zurück. Ja, da ist auch irgendwas dazwischen. Das ist jetzt direkt am PC-Eingang, das ist jetzt nicht so sauber. Jetzt stimmt die Geschwindigkeit wieder nicht. Oder liegt das am Batteriebetrieb? Ich werde mal die 230 Volt reinstecken. Das ist natürlich nicht so schön hier. Und mal die benutzen, mal gucken. Ich glaube, ich lasse das erstmal so eingestellt. Besser wird es wohl nicht werden. So, ich mache jetzt mal vorsichtshalber den Deckel gleich mal mit drauf. Zieh das mal ab. Jetzt sind wir wieder auf der Kamera. Ja, irgendwie hat das noch ein Problem hier mit der Klappe. Ja, man hört das aber schon. So ganz sauber läuft es nicht. Nochmal die andere Kassette hier, wo wir ja ein bisschen Musik hatten. Hört sich schon mal besser an. Ich darf das nur nicht zu lange machen wegen diesem scheiß Content-ID.
Okay. Geht schon. So. Also, Job erledigt. Sagen wir es mal so, Job erledigt. Es war nur dieser eine kleine Schalter da drinne. Für Play und Rekord. Ich werde gleich nochmal das interne Mikro probieren. Externe Mikroanschluss hat er auch und ein Bandanschluss auch noch. Dienststecker. Aber erstmal schrauben wir es zusammen. Also 6 Volt, ja. Achso, bei 6 Volt nimmt es ungefähr im Betrieb so 170 Milliampere. So circa über das Batteriefach. Falls die Frage noch aufkommt. Also das kann ich ja einmal stoppen, das brauchen wir ja nicht. So, Strom. Ich habe ja noch das andere hier unten, das können wir gleich nochmal rausholen. Was ich schon mal gezeigt habe. Aber machen wir vorwärts. Gucken wir, wie gut das andere noch läuft. Dass hier kein Tape-Counter dran ist, das ist doof. Da ist nichts drauf. So. Aufnahme. Test, Test, 1, 2, 3. Test, Test, 1, 2, 3. Test, Test, 1, 2, 3. Geht ein. Gut. Das läuft jetzt auch wieder. Das geht wieder. Gut, aber danke fürs Zugucken. Wir haben ja gesehen, was es macht und was es nicht macht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüssi.